Moin, moin, hier ist wieder euer Delphi. Jau. Wir machen ja dort weiter, wo wir zuletzt aufgehört haben. Ja, zwischendurch haben wir schon die Hut jetzt schon versenkt. Und jetzt wollen wir nämlich die Prince of Wales versenken. Und ich hoffe, dass wir das jetzt schaffen. Und schauen wir mal. Will einfach nicht sinken, die Prince of Wales. Aber hiermit fliegt sie erstmal schon mal vorbei. Das ist sehr gut. Augenblicklich haben die Briten auch ganz schön Probleme mit Treffen. Aber es kann für uns nur gut sein. So, jetzt wird die Berglingen das Feuer wieder öffnen. Viel zu gut. Jawohl. Und die Prinz auf Wales sinkt. Damit ist ein weites großes Schlachtschiff auf Grund gesetzt. So, jetzt können wir uns erstmal auf die leichten Schiffe uns konzentrieren. Und werden uns mal sehen, dass wir hier vorne gleich mal ein bisschen aufräumen. Jawohl, Edinburgh klingt auch noch wieder ein Wahnsinnsvolltreffer gewesen. Das ging ja richtig die Post ab hier. Alter Schwede. So. Das hat gesessen. Jetzt teilen die Deutschen aber jetzt aus, ja.
So, jetzt sind die Briten wieder dran. Aber jetzt die Runde hatten wir auch schön ausgemacht. Zwei Schiffe haben wir den Briten versenkt. Und zwei ordentlich Schäden zugefügt. Jo, und dadurch, umso weniger Schiffe sind, umso schneller gehen die Runde rum. Wenn man schluckt, mein Käffchen trinken. Oh, wir sind schon wieder dran. Und werden uns mal sehen, welchen Ball diesmal vornehmen. Ja, nehmen wir die Berwick. 9,6. Und Feuer. Das hat aber eben nicht gut geschmeckt für die. Komma 3. Und Feuer. Jawohl, und die Orion sinkt auch schon. Und so setzen wir ein Schiff nach dem anderen auf Grund. So, jetzt wird die in Leisenau in Aktion treten. Und mal sehen, was sie so treffen kann. Jawoll! Eigentlich wollten wir das Vorderschiff treffen, aber ist egal, wir haben getroffen was. So, du bist als nächste dran. 7,4. Und Feuer. Bam. Voll. So liebe ich das. Ach, zu kurz. Naja. So. Und Feuer. Bam. Eine Wumme ist dahinter. Das hat auch gesessen. Das tut immer ganz schön weh. Bam. Jawohl, und die Berwick sinkt auch. Mann, die fallen ja wie die Fliegen hier. Ich glaube, wir werden jetzt in dieser Runde wahrscheinlich jetzt das komplett zu Ende drehen. Keine weitere Folge. Ja, es werden noch, glaube ich, noch eine Folge kommen. Aber diese Folge werde ich heute komplett abschließen hier. Weil wir haben jetzt die dritte Aufnahme schon. Oh, seht. Man sieht, man ist jetzt schneller dran. So, wir müssen jetzt ein bisschen abdrehen. So. Ja, was sind da? Sind das noch die Beine oder was? 7. Oh, schon weit haben wir. Sieht aus, jetzt sind bloß noch die Beenschiffe da. Haben wir denn so viele versenkt?
Jawohl. Sieht so aus, als wenn die versuchen zu entkommen. Bam. Also kann ich immer treffen. Jawohl. Super. Die beiden Schiffe hier sind. Oh, wieder ein Treffer. Jo, es sind nur noch die beiden Schiffe. Er warf zwar ein bisschen Streifschuss, aber naja. Ja, voll, Volltreffer. Hehe. Und die Gambia sinkt auch schon und so der Kräfteverhältnis jetzt 1:8 für Deutschland. So, mal sehen, vielleicht können wir das Schiff jetzt hier hinten, das letzte noch versenken. Jawohl, feinert. Und die Kleopatra sinkt auch und damit ist die Schlacht für Deutschland entschieden. Ja, die sind wirklich hier fallen wie die Fliegen. So, Deutschland hat 2 Schiffe verloren. Genau, die Lützow und die Prinz Eugen. Die britische Seite hat komplett die ganze Schiffe verloren. Die Orion, die Gambia, die Edinburgh, Cleopatra, Jod, Berwick, Renou, Hood, Revenge und die Prince of Wales. Ja, die Hutten ist mittelmäßig beschädigt, die Tirpitz ist leicht beschädigt, die Admiral Scheer ist auch leicht beschädigt. Ja, aber wenn man jetzt weiß, was die Briten an Schiffe haben, ist es eigentlich für Deutschland trotzdem eine Niederlage, weil zwei Schiffe, die Deutschland nicht mehr ersetzen können. Und auf britischer Seite könnten komplett diese Schiffe wieder voll neu ersetzen. Und dadurch ist es hier bald die Niederlage.
Aber wir haben das Ding hier nach Hause geschaukelt und haben gewonnen. So, damit beende ich die Folge. Ist diesmal kürzer, dafür habe ich die anderen zwei Folgen länger gemacht. Und wünsche mir, dass ihr bei der nächsten Folge wieder mit dabei seid bei Atlantic Fleet. Und hiermit beende ich dann und verabschiede mich. Euer Delphi. Ciao, ciao.